Hallo, liebe Freunde des gepflegten Gamings und auch ja, den Zwölfen zum Gruße, denn wir spielen heute mal wieder ein ja, etwas anderes Spiel. Ich weiß, ich wiederhole mich da ein bisschen, aber heute stimmt das wirklich, denn heute spielen wir kein Computerspiel, auch wenn das hier mit dem Lagerfeuer, nee, mit dem Lagerfeuer da so ein bisschen anmuten würde. Aber wir spielen heute ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel von Das Schwarze Auge, nämlich, ihr seht es da unten schon in der, Ecke, oh, da in der Ecke, das da heißt Straßenballade. Und es beginnt halt auch damit, dass wir am Lagerfeuer sitzen, weswegen ich halt auch hier dieses, aua, das hat mich verbrannt, weswegen ich halt auch dieses kleine Lagerfeuer im Hintergrund für uns angemacht habe. Pen and Paper ist ein Rollenspiel, ja, wie das Name schon sagt, Stift und Papier, eigentlich ja Bleistift und Papier. Und ja, das wird letztendlich so gespielt, man kennt es vielleicht, Dungeons and Dragons ist ein bisschen das bekanntere Variante davon. Ja, ist halt das größte deutsche Rollenspiel, was es gibt, wird vertrieben von Ulysses, den ich natürlich auch ja, dankbar bin, dass sie das Ganze dann damals übernommen haben und in eine geordnete und professionellere Bahn gebracht haben. Deswegen ja, spielen wir heute ein Rollenspiel und ich bin eigentlich immer ein großer Fan von Das Schwarze Auge gewesen, weil ich die Welt sehr mag und weil ich das Ganze, ja, wie soll ich sagen, immer gerne gelebt habe. Aber, und das ist das Entscheidende, es findet alles in der Fantasie statt. Fantasy und Fantasie zusammen. Ich werde ein Rollenspiel spielen, also ein Solo-Abenteuer spielen. Und dieses Solo-Abenteuer, genau, dieses Solo-Abenteuer lese ich vor und ist eigentlich so konzipiert, dass ich an einem gewissen, ich sag mal, Stellen stoppe und dann eine Entscheidung habe und aufgrund dieser Entscheidung ich dann, ja, letztendlich den Weg des Abenteuers voranschreite. Und das ist so ein kleiner interaktiver Roman für alle, die das schon kennen, die können gerne weiter skippen bis zum Punkt, wo es weiter interessant wird. Straßenballade ist ein Abenteuer geschrieben von Karl-Heinz Witzko, aus dem Jahre, also erschienen im März 1993, also auch schon etwas älter. Muss gestehen, da war ich gerade mal 11 Jahre alt, da habe ich noch nicht mit Das Schwarze Auge angefangen. Ich selber habe ja ungefähr zur Jahrtausendwende angefangen, ich glaube 1999 oder 98. Ich glaube eher 99 bin ich das erstmal mit DSA in Kontakt gekommen. Also 6 Jahre später, als das Abenteuer hier erschienen ist. Es ist DSA 3, das heißt die Regelsystem. Es gibt ja mittlerweile DSA 5 Regelsystem, aber das ist halt noch DSA 3. Und es ist nicht schlimm, weil wir das Ganze über Foundry hier darstellen, was ich schon im Hintergrund geöffnet habe. Und ja, ich muss gestehen, ich freue mich sehr. Kann sein, dass das, weil es ein älteres Abenteuer ist, Probleme bereitet, manchmal ein paar Logikecken nicht ganz logisch erscheint, aber was halt dieses Abenteuer ausmacht, es ist ein Abenteuer, wo man nicht so oft sterben soll. Als Charakter, auch vielleicht nochmal wichtig kurz zu erwähnen, wen ich als Charakter hier ins Rennen schicke. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Hier. Das ist mein Charakter, den ich auch in Real Life ist gut bei in so einer Situation, den ich auch so spiele. Das ist Jesidoro Colandro, ist sein Name. Ein, ja, ich hätte auch Alrik immer da nehmen können. Habe ich diesmal nicht gemacht. Normalerweise ist für solchen, ja, solche Let's Plays ja immer ein, ja, den berühmten Alrik immer da. Ein Standardcharakter, den man nimmt und aus dem Hut zaubert, um sowas zu spielen. Aber ich habe mich dann für meinen Charakter entschieden. Kommt aus Ral'Anfa, aus dem Pestbeutel des Südens. Hatte es nicht leicht, hat kurz seine Geschichte, das ist ein bisschen, müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Deswegen eigentlich ein absoluter Südländer und hier oben im Norden, wo wir uns befinden. Denn wir bespielen das Ganze hier in Nostria. Und wenn ich das mal rauszoome, ja, er selber kommt, kann man sehen, doch, kann man noch sehen, hier unten her. Und jetzt befindet er sich hier oben. Frag mich, wie er da hingekommen ist, aber für ihn ist das ganze Wetter bedenkt ja nicht ganz optimal. Trotz alledem hat es ihn hierher verschlagen. Jetzt mache ich mal ein bisschen so. Genau. Gut,
Also, weshalb ich das Ganze auch spiele, weshalb ich auch noch so ein Fail habe, oder ich betreibe die Seite, hier unten sieht man es auch, nee, da unten sieht man es, dsa-spielen.de, da habe ich das Abenteuer auch noch mal ein bisschen beschrieben und im Endeffekt werde ich da auch einen kleinen Test zu schreiben, eine kleine Review oder wie man es nennt, was ich halt bei den anderen Abenteuern auch schon gemacht habe, die ich halt gespielt habe. So. Was fehlt noch? Was habe ich vergessen? Also es spielt im Jahr, für alle die ein bisschen deeper drin sind, es spielt im Jahr 1011 Bosbarans Fall. Das mit der Zeit, das kann man immer so ein bisschen, ist manchmal ein bisschen schwierig, das einzuhalten, muss ich gestehen. Ich bin da nicht so strikt. Aber wie gesagt, wir spielen in Nostria Andergast in der Ecke da, also bei den streitenden Königreichen. Erfahrung für den Spieler ist mittelschwer. Ich denke mal, trotz alledem, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, wie gut ich hier bin. Ich gebe eine Lösung auf Wiki Aventurica, aber die nutze ich natürlich nicht. Stufe 1 bis 6, mein Charakter ist nicht Stufe 1 bis 6. Der ist, glaube ich, wenn man das umrechnen würde, ich habe den ja auf DSA 5 gemoddet, der müsste Level 8 oder sowas sein, 8 oder 9. Also der ist schon ein bisschen weiter, als wie er sein sollte für dieses Abenteuer, aber wir wollen ja hier den Spaß in Vordergrund stellen und nicht das Abenteuer selber. Und jetzt würde ich sagen, noch einmal hoch die Humpen, einen Schluck nehmen und dann kann es auch schon losgehen mit dem, hier steht es wirklich, Vorspiel. Wir werden auch herausfinden, warum das so ist, warum dem so ist. Also, wie schön sie singt, geht es Ihnen durch den Kopf, während das Lagerfeuer flackert und knackt und die Musikantin ihrer Banduria-Töne wie Perlenketten entlockt, schweift ihr Blick über die Runde. Klein, drahtig und dunkelhaarig, das ist Jagoslaus Plompfeldern, ein Kaufmann und allemal ein spendabler Herr. Daneben Gerio Eberwildern, jung an Jahren, das Haar stets verwuschelt, und sein etwas zu klein geratener Mund verleiht ihm einen anhaltend spöttischen Ausdruck. Er ist Landmann, wie er ihn erzählt, schließlich der piranegeweihte Gorm aus Greifenfurt, einst von Antlitz aber gesegnet mit einem warmen Bariton und die Gauklerin Rowena. Das blasse Licht der Sterne und das sanfte Schattenspiel des Feuers lässt sie noch lieblicher erscheinen, als sie es ohnehin ist. Zum Glück schweigt sie, denn ja, die Götter haben es nicht gut mit ihr gemeint, als sie ihr die hohe Stimme gaben, die etwas zu sehr an eine schlecht geölte Winde eines Ziehbrunnens erinnert. Endlich schauen sie wieder auf die Sängerin. Deren fahlblaue Augen ruhen fest auf ihnen, wie sie irritiert feststellen, und es scheint ein Versprechen in diesem Blick zu liegen. Kleine Ohrenspitzen lugen durch das seidige Haar. Sie ist eine Elfe. Kann es etwas Schöneres geben, als in einer lauschigen Nacht mit guten Freunden gemütlich ums Feuer zu sitzen, Lieder zu singen und die Geschichten großer Taten zu lauschen? Denken sie verträumt. Ja doch, es könnte es durchaus. Sie müssen hier nicht gerade hier im nördlichen Kaiserreich sein, inmitten aller Fronten. Besinnen Sie sich, es ist das Jahr 18 Hal. Die Reichsbarone haben, oder das Jahr 1011 Bosbarans Fall. Die Reichsbarone haben sich gegen Kaiser Answin erhoben und ihre Truppen stehen nicht weit entfernt im Westen. Aus dem Osten nähert sich ein answinstisches Heer und gerüchteweise sollen starke Orkhorden die Reichsgrenze überrannt haben und in dichtem Kolonnen nach Süden marschieren. Also könnte es allemal etwas Schöneres geben. Denn was verbindet sie schon mit dieser Gruppe um das Lagerfeuer? Die Bardin singt zwar süß, aber sie ist schließlich eine Elfe. Wer weiß, ob sie nicht gerade mit ihrem Lied verhext? Und diese Gauklerin mit der kreischenden Stimme. Selbst ein Zwerg würde schnellstens das Weite suchen, finge sie an zu singen. Möglicherweise bedeutet ihr verträumter Blick nur, dass sie gerade überlegt, wie sie ihnen ihren Säckel mit Talern abschneiden könnte. Und Bruder Gorm? Er ist der geborene Langweiler. Legte er es drauf an, so könnte er die gesamte Orkenschar allein ins Orkland zurücktreiben. Er müsste nur reden, reden, reden. Endlich, Jagoslav Blomfeldern, ein Blick in diesen tückischen Schweinsäuglein reicht doch aus. Welche düsteren und namenlosen Pläne mag er mit seiner geheuchelten Freigebigkeit verfolgen?
Kann es so etwas wie andergastianisch alanfanischen Sklavenhändler geben? Vielleicht bliebe also noch Gerio Eberwil dann, ihr Leidensgefährte. Ein Humor wie ein varukischer Ochse. Der einzige Sympathische in dieser Runde. Außer Ihnen natürlich. Was verbindet Sie schon mit diesen Leuten? Doch nur eins. Sie sitzen mit Ihnen im Wirtshaus dieses öden Kaffs fest. Hoffend, dass Answinisten, Garetia und Orks nicht gerade hier aufeinandertreffen werden. Die Musik hat etwas Anlullendes und ihre Augenlider fallen schlafschwer zu. Sie sitzen im Wirtshaus dieses Kaffs fest, denken Sie. Im Wirtshaus. Aber wie bei allen Zwölfen gelangen Sie denn an dieses Lagerfeuer? Erschreckt reißen Sie die Augen auf. Es gibt gar kein Wirtshaus, aber auch kein Lagerfeuer und schon gar keine Runde singender, keifender, langweilender und nervtötender Reisegefährten drumherum. Es gibt auch keine Musik. Stattdessen stehen Sie am Ufer eines weiten Meeres, über das sich ein bleiernder Himmel spannt. Sie warten und eine leise Furcht beschleicht sie, während sie gebannt auf die öligen Wogen jenes Meeres starren, dessen Wasser sie ohne zu schäumen lautlos gegen das Ufer brandet. Sie starren fest auf jene Wellenkämme, nur damit ihr Blick nicht zu den beiden anderen Anwesenden wandert, die wenige Schritte von ihnen entfernt heftig gestikulieren. Es sind Torvaler, wie ihr gewaltiger Wuchs, ihr rotblonder Zopf und die Tätowierungen auf Armen und Brust verraten. Was ist an Torvalern so schrecklich? Jeder aventurische Wirt könnte ihnen darauf Dutzende von Antworten geben, doch sie wären alle nicht die richtigen. An diesen beiden ist nur noch eins schrecklich: Sie sind offensichtlich tot. Auf großen Schwingen nähert sich ein Vogel, Sie wissen es, ist ein Rabe und wissen sehr genau, dass sein Name Golgari lautet. Ja, wie sind Sie hierher gekommen? Anscheinend sind Sie in das falsche Dorf geflüchtet. Künstlerpech. Was spielt es jetzt noch für eine Rolle, ob ein Orksäbel das Schwert eines Answinisten oder der Kriegsflegel eines Garetias Sie ins Jenseits beförderte? Aber ein bisschen werden Sie doch das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden zu sein, während Golgari Sie und die beiden Torvaler über das Nirgendmeer trägt, oder? Auf der anderen Seite des Wassers hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Kriegsgöttin Rondra hat anscheinend reiche Ernte gehalten. Mürrisch stellen Sie sich am Ende an. Es wird sicher sehr lange dauern, bis Sie an der Reihe sind, Rheton die Seelenwaage zu besteigen, damit entschieden werde, ob sie einen Platz in den 12 göttlichen Paradiesen verdient haben oder die ewige Verdammnis. Es mag sie etwas trösten, dass sie eines nun wirklich im Überfluss haben, nämlich Zeit. Ein Schatten winkt und die Torwaldkrieger treten zügig aus der Reihe der Wartenden. Hier scheint es auch nicht gerecht dazu zu gehen. Es erstaunt sie, als die hohle Stimme barsch befiehlt: Zurück in die Reihe, Geschmeiß! Und der schattige Zeigefinger eindeutig auf sie deutet und zu folgen gebietet. Vorbei geht es an den Wartenden, vorbei auch an der Seelenwaage. Will mich denn niemand wägen? Keuchen sie, und wäre noch Blut in ihren Adern, so würden sie jetzt sicher rot anlaufen. Das zu befürchten wäre, dass sie gleich der Schlag trifft und hinwegrafft. Wie Sie wissen, haben Sie aus naheliegenden Gründen wenigstens das nicht mehr zu befürchten. Jedoch haben Sie die Götter zu Lebzeiten wirklich so wenig geehrt, dass sich nun keiner für Sie zuständig fühlen will. Alle Ihre Sünden und Säumnisse werden Ihnen bewusst, während Sie sich immer weiter von der Seelenwaage entfernen. Sie betreten Borons Schreibstuhl. Sie scheint unendlich groß und hinter Abertausenden von Pulten stehen die Seelen Verstorbener und bedecken schattenhafte Pergamente mit peniblen Schriftzeichen. Es riecht nach altem Papier und grauem Staub. Ein verständlicherer, aber sehr gotteslästerlicher Gedanke macht sich bemerkbar. Wenn dies Borons Hallen sind, dann möchten sie nicht Rajas Zelt kennenlernen. Boron ist nicht nur der Herr des Todes, sondern auch des Schlafes und des Vergessens. Jetzt ahnen Sie, was das wirklich bedeutet. Nach 1000 Jahren Schreibstube wird jeder alles vergessen und verschlafen haben. So ist die Wahrheit in ihrer ganzen Erbärmlichkeit. Eine Tür öffnet sich vor Ihnen und endlich stehen Sie dem Herrn der Schatten gegenüber. Bitte setzen, sagt er
hinter seinem Schreibtisch mit schläfriger Stimme, ohne aufzublicken. Boron lässt sie warten. Gotterfürchtig schweift ihr Blick über sein Gemach von den dunklen Holzwänden mit ihren komplizierten Intarsien über die lastverborgenen Regale zu seinem Schreibtisch, auf dem eine Vase mit schwarzen Lilien steht, an denen sich an dünnen Fäden eine winzige Spinne hinablässt. Die Rabenfeder, mit der er schreibt, kratzt. Er trägt Ärmelschoner. Nachdem er sie eine Weile hat warten lassen, blickt der Totengott auf. Seine Bernsteinaugen haben durchaus etwas Beeindruckendes, Göttliches, doch dann reicht er ihnen einen Pergament. Was finden Sie beklemmender, die Tintenflecken auf seinen Fingern, die Schreibfehler oder dass es sich um ein Formular handelt? Nun reicht es wirklich. Alles Schwindel, brüllen sie, schlagen verzweifelt um sich, treten hilflos um mit den Beinen. Alles Lüge und Schwindel! Nein, doch, Herr, sagt ihre Wirtin. Die Soldaten sind wirklich abgezogen. Erschöpft erwachen sie aus dem schlimmsten Albtraum, der sie wieder einmal heimgesucht hat. Sie erinnern sich an den Tag, an dem sie zum ersten Mal geplagt hat. Als sie erwachten, hatten sie sich kaum rühren können. Jener Morgen liegt nur eine einzige Zeit zurück. Die anderen Reisenden waren damals zu früher Stunde aufgebrochen, aber ihnen steckte der schreckliche Traum in ihren Knochen. Sie fühlten sich nicht reisefähig. Gerio hatte ihnen eine Einladung hinterlassen. Besucht mich einmal. Sie aber mochten nicht aufbrechen. Der Albtraum ließ sie noch wochenlang erzittern. Wer mag ihn ihnen geschickt haben? Boron selbst in einem Anflug von Humor? Oder Los, der Unbegreifliche? Fragen über Fragen. Sie beschließen, dass es so nicht weitergehen kann. Lange genug hatte sie sich nun hängen lassen, wie eine Brabaka-Bastmatte. Da kommt ihnen Gerions Einladung in den Sinn. Kurz entschlossen brechen sie auf. Ein paar Tage auf dem Lande. Bei einem alten Freund, bei Räucherschinken und frisch gebrautem Bier. Das wäre jetzt genau das Richtige für sie. Ihre Tage der Entspannung und Erholung beginnen bei Abschnitt 1. Das Abenteuer beruht auf den Regeln, wie sie in Mantel, Schwert und Zauberstab beschrieben sind. Sollten sie noch keinen Helden parat haben, dann versenden sie den vorgewürfelten Bjarnfjolder, Fjanzespaten oder seine Schwester Jelsbeth. Gut, brauchen wir nicht. Dann gehen wir einmal zu 1. So, warte mal, da gibt es noch einen Text. Wenn Sie mit Ihrer eigenen Heldenfigur spielen und Ihnen Talentwerte fehlen, dann setzen Sie den fehlenden Wert auf W6-3. Hier scheint ein mahnendes Wort angebracht. Im Laufe zahlreicher Gruppenabenteuer haben Sie sicher einen hohen Wert in Ihrem persönlichen Talent Meisterkenntnis erreicht. Sie wissen, wie es zu deuten ist, wenn Ihr Meister Augen wie Untertassen bekommt, seine Hand sich in der Chipshüte verkrallt und er die berüchtigten Worte spricht: Willst du das wirklich tun? In einem Solo rollt niemand mit den Augen. Es steht lapidar geschrieben weiter bei 999, was ebenso gut heißen könnte: Fahr zu Boron! Das wollen wir ihren Lieblingshelden, Armene der Prächtigen und Tronde dem Schmächtigen, wohl nicht zumuten. Ausnahmsweise sei ihnen daher erlaubt, Armene und Tronde im Ablebensfall aus Borons Hallen zurückzuholen und das Abenteuer erneut mit ihnen zu beginnen, aber mit 100 Abenteuerpunkten weniger. Sollte der Held dabei eine Stufe absteigen, dann senken sie seine guten Eigenschaften und erhöhen sie eine schlechten. Okay, sie müssten lediglich... warte mal. Übrigens ist an diesem Handel eine unbedeutende Bedingung geknüpft. Sie müssten lediglich künftig die Meinung vertreten, dass König Kasimir von Nostria ein überragender Monarch ist und Kendra unbedingt wieder Nostrich werden muss. Aber daran werden sie sich schnell gewöhnen. Und nun los, Abschnitt 1 wartet auf sie. Hier werde ich euch an Land setzen, sagt der Kapitän des Flusskahns und steuert das nostrische Ingwal-Ufer an. Sie nehmen ihr Gepäck, springen in das knietiefe Wasser des Stroms und warten an Land. Es kann nicht mehr weit sein, ruft er ihnen noch hinterher. Es kann nicht mehr weit sein, ruft er ihnen noch hinterher und legt schleunigst ab. Der Kahn ist ein andergastliches Boot und in Nostria ist man nicht so gut auf den Nachbarn im Osten zu sprechen. Das Geschmeiß, was war die übliche Bezeichnung ihres Freundes Gerion,
Nostrien angerast haben in den fast 1100 Jahren ihrer gemeinsamen Existenz so viele Kriege gegeneinander geführt, dass selbst die Einheimischen nicht mehr ganz mithalten können. 15 nach nostrischer, 16 nach andergastischer Zählweise, den letzten im Jahr 16 oder im Jahr 1863 die Unabhängigkeit nach der Zeitrechnung beider Länder, die sie in ungewohnter Eintracht teilen. Doch schon der Ursprung dieser Zeitrechnung wird auf unterschiedliche Ereignisse zurückgeführt. In Nostria, auf den Schwur am Steine von Nostria, geleistet nach der vernichtenden Niederlage der Horasknechte, in Andergast auf die Feier nach der Vertreibung der kaiserlichen Flotte. In beiden Fällen ist damit die Verjagung von Steineintreibern des Alten Reiches und damit und durch einige Holzfäller gemeint. Sie schultern ihr Gepäck und wandern nach Norden, wie es ihnen ihr Freund beschrieben hat. Zur Linken sehen sie einen der nostrischen Ahornwälder, zur Rechten den Ingwall, auf dem ein Holzfällerfloß vorbeitreibt. Der Weg führt vom Floß weg und gabelt sich dreifach. Alle Abzweigungen weisen mehr oder weniger nach Norden. Sehr präzise war ihr Freund bei seiner Angabe von »Vom Fluss aus gehst du weiter nach Norden?« nicht gerade. Wollen Sie lieber die linke, die mittlere oder die rechte Abzweigung einschlagen? Oh. Hier geht's schon los. Das ist so ein typisches Beispiel. Geh rechts, links oder doch eher so mittig. Ja. Also nochmal zu lesen. Zur Linken sehen Sie den nostrischen Ahornwäldern, zur Rechten den Ingwall, auf dem ein Holzfällerfloß vorbeitreibt. Okay. Der Weg führt vom Fluss weg. Und gabelt sich dreifach. Okay. Also bringt mir das Fluss auch nichts. Alle Abzweigungen. Also es ist egal, wer ich gehe. Sehr präzise war ihr Freund nicht. Links, mittig oder rechts? Ich sag mal links. Hoffentlich ist es auch richtig so. Pass auf, ich weiß noch mache, bevor ich hier weiterspiele. Ich mache mir einfach mal wieder diese Markierungen. Weil manchmal taucht es nämlich auf, dann sagt das Spiel dir nämlich, oder diese Solo-Abenteuer sagen dann ganz gerne mal, geh zurück zum letzten Abschnitt, wo du warst. Und dann denkst du dir, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Das ist dann immer, ja, richtig blöd. Und dann habe ich mir angewöhnt, das Ganze, ja, nachzuvollziehen, wo ich hier gewesen bin. So, und jetzt gehen wir mal zu Abschnitt 43 und gucken mal, was uns dort erwartet. Sie folgen den Weg durch die Einsamkeit dieses dünn besiedelten Landes. Er wird schmaler und schmaler und plötzlich sehen sie sich einem ziemlich breiten Herrn gegenüber. Seiner Kleidung nach ist er Jäger. Wohin? Knurrt er ungeniert. Eberwildern, antworten sie etwas pikiert. Trifft sich gut, wollte ich auch, nuschelt er und geht zügig voran. Das schweigsame Wandern wird ihnen auf diese Dauer langweilig und sie versuchen, ihren mundfaulen Führer in ein Gespräch zu verwickeln. Ich suche meinen Freund, setzen sie an, werden aber sofort durch einen entschlossenen Psst und einen mörderischen Blick zum Verstummen gebracht. Schließlich erreichen sie eine Lichtung. Der Jäger spannt einen Bogen, legt einen Pfeil auf und bricht sein Schweigen. Hier kommt der immer vorbei. Wer, Gerio? Fragen sie mit erschrockenem Blick auf den Bogen und befürchten unversehens in eine Falle von Blutrache geraten zu sein. Gerio, ach Unfug, der Eber! Dieser Andergastverfluchte stinkt dir, das mir immer meinen Acker zertrampelt. Da geht ihnen ein Licht auf. Aber ich wollte nach Eberwildern, nicht Eberwildern. Was ist das für ein Gebrabbel? Da versteht doch kein Schwein. Eben, meinen sie, nicht Schwein, sondern Dorf. Ich möchte nach Eberwildern, wo mein Freund wohnt, Gerio. Gerio? Da seid ihr was spät dran. Der liegt seit letztem Frühjahr auf dem Bohrungsanger bei Eberwildern. Entsetzt lassen sie sich den Weg erklären, und während sie von Sauen gehetzt nach 82 eilen, denken sie wie ein erfahrener aventurischer Abenteurer. Nur mit der Ruhe, Gerio, was immer dein Problem sein mag, ich werde dir heraushelfen. Und wir gehen mal zu Abschnitt 82. Auf dem kleinen Buronsanger finden sie sofort eine Grabtafel mit zerbrochenem Rad und der Inschrift: Gerio ging Schweine jagen, nun tut ihn nichts mehr plagen. Gegangen zu Boron 1811, der Unabhängigkeit.
Sie brauchen gar nicht lange zu rechnen. Schon am Verwitterungsgrad der Tafel erkennen Sie, dass Sie diesem Gerio ganz bestimmt nicht heraushelfen wollen. Er kann auch unmöglich Ihr Freund sein. Freunden Sie sich nun erleichtert mit 133 an. Ach, Glück gehabt. Also, ist ein anderer gewesen. Das ist gut. Aber wir haben immer noch nicht unseren Freund gefunden. Als nächstes erreichen Sie die Gemeindewiese, wo Sie einen weinenden Mann finden und der traurig seinen halben Regenwurm betrachtet. Ich suche Gerio, sagen Sie. Ich bin Gerio, antwortet er zwischen zwei Schluchzern. Aber nein, belehren Sie ihn, denn er ähnelt nicht im geringsten Ihrem Freund. Aber ja, beharrt er stur. Nein, 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 bestehen Sie eisern auf Ihrer Meinung, worauf er Ihnen tief in die Augen schaut und mit blechernder Stimme spricht. Man hat ihn verhext und dann vertauscht. Gerio? Hauchen Sie fassungslos. Nein, nicht mich, den Wurm. Er war gestern noch viel salziger. Das ist Ihnen zu wirr und Sie gehen weiter zum Dorf. 427. Wer immer hier jemand verhext hat, nehmen Sie sich vor. Sie werden ihm die Suppe versalzen. Jetzt gehen wir mal zu Abschnitt 427. Gibt viele Abschnitte scheinbar. Hab gar nicht geguckt, wie viele Abschnitte es gibt, aber das ist natürlich schon ordentlich. Der depperte Gerio hat Besuch bekommen, hören Sie eine Bäuerin zu der anderen sagen. Ach, antwortet diese. Einen Mann oder eine Frau? Bevor der Sachverhalt geklärt werden kann, sind sie auch schon da. Da ist er ja, sagt sie und deutet auf sie. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Dem stimmen sie zu und beschreiben ihren Freund. Ja, Gerio heißt doch hier jeder Dritte, meint die Zweite. Ihr hättet ja gleich sagen können, dass ihr den jungen Herrn Gerio sucht. Sie lassen sich von den Bäuerinnen den Weg zum Haus ihres Freundes erklären und folgen ihm durch kornschwere Getreidefelder zu Abschnitt 222. So, also hier ist ein Dorf, das scheint einfach nur aus Gerions zu bestehen. Evers Wildern, ich könnte ja mal schauen, ob ich das auf der Karte finde. Wäre ja mal interessant. Wartet mal, ich schaue mir das gerade mal selber an. Evers Wildern. Scheint es nicht zu geben. Nee, das scheint wirklich zu klein zu sein. Okay. Es steht hier nicht auf der Karte. Na gut, hätte ja sein können. Nochmal einen Schluck nehmen. Alsbald stoßen sie auf drei massige Steingebäude aus groben Felsblöcken mit kleinen Fensteröffnungen. Obwohl das Hauptgebäude zwei Etagen hat, wirken die Häuser wegen ihrer globigen Bauweise wie in die Landschaft hineingeduckt. Sie sind von einer Mauer umgeben, die vor nicht allzu langer Zeit ausgebessert wurde. Alles erinnert sehr an einen Wehrhof. Sie betreten ihn durch ein Tor aus dicken Holzbohlen, erkennen nun auch, dass eines der Gebäude Stallungen enthält, im anderen mag das Gesinde wohnen, und sehen ihren Freund, der gerade das Hauptgebäude verlässt. Er sieht stattlich aus in seiner blauen rot-weiß bestickten Bauerntracht. Du scheinst hier der reichste Bauer im Ort zu sein, begrüßen sie ihn. Na, das will ich hoffen, antwortet er. Schließlich gehört mir das Dorf und die ganze Gegend, soweit dein Auge reicht. Sie beschließen, das nicht ganz wörtlich zu nehmen, denn die 3 Schritt hohe Mauer engt den Blick etwas ein. Dann bist du gar so etwas wie ein Junker oder Baron? Rufen sie überrascht aus. Woiwod, sagen wir hier. In Nostria legt man Wert auf klangvolle Titel, auf richtige, erklärt er ihnen. Aber ich trage ihn noch nicht lange. Er ist seit dem Tod meines Herrn Papa. Er starb 63 während der Thorwaldschen Besatzung. Die Würmer mögen ihn fressen. Vermutlich als er das Dorf verteidigte, haken sie mitfühlend nach. Das weniger, antwortet Gerio bitter. Sie haben sein Lieblingspferd vor seinen Augen geschlachtet und verwurstet. Er hat sich nie von diesem Schock erholt. Aber tritt einmal ein, sei mein Gast. Treten Sie ein und schauen bei 203 weiter. Immerhin haben wir ihn gefunden, sehr schön. Kann also weitergehen.
Gerio, der junge Woiwod von Eberwildern, wohnt auf dem Gehöft zusammen mit seiner Mutter, seinen beiden Schwestern Andariane und Helasia, die 15 und 9 Jahre alt sind, dem 6-jährigen Brinio und 8 Knechten Mekten. In den nächsten 7 Tagen widmet er ihnen einen Großteil seiner Zeit, wenn ihn nicht gerade seine Pflichten als Landesherr, als Dorf scheint fast seine gesamten Untertanen zu beherbergen, davon abhalten. Da sie vermutlich nicht immer am warmen Herd sitzen wollen, können sie in diesen Tagen die Wahrheit über Nostrischen Erfindergeist, das Klima oder die Landschaft erfahren. Sie können Wissenswertes hören über die Tränen Brinios um seine Zukunft, von Los über Sumu oder von Gerios Mutter über ein Hemd. Sie können herumkommen oder sogar umkommen. Wählen Sie 3 aus und lesen Sie anschließend weiter bei 182. Uff. Okay, ich schreibe mir das mal rein. Auswahl. Treffen. Dann nehmen wir mal Nostrischen Erfindergeist, finde ich interessant. Landschaft, ja, weiß ich nicht. Sehe ich ja. Brinius und seine Zukunft. Das ist der Kleine. Von Gerios Mutter über ein Hemd. Sie können herumkommen, das mache ich auch auf jeden Fall. Oder sogar umkommen, glaube ich eher nicht, dass ich das möchte. Aber Klima ist langweilig, die Landschaft, ja gut, vielleicht die Landschaft noch ein bisschen, doch. Vielleicht könnten die mir die Landschaft erklären, was es hier so für Örtlichkeiten gibt. Ich bin ja selber aus Al-Anfa. Das heißt, ich wohne ja auch nicht hier. Ansonsten der Kleine über seine Zukunft. Ja, das weiß ich nicht, ob ich den Kleinen unbedingt, den 6-Jährigen, das so unbedingt nach der Zukunft fragen muss. Aber ich habe ja auch gar nichts vor, eigentlich könnte ich es tun. Gucken wir erstmal, ich gehe jetzt erstmal zu Abschnitt 182, wie mir geheißen. Und dann schauen wir da einfach mal weiter, was dort auf uns wartet. So, sollen wir mal schauen. Achso, nee, ich muss erst die einzelnen Dinger durchgehen, okay. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zu. Dann machen wir erstmal 391. So, geht um den Erfindergeist. Vieles wurde ursprünglich in Nostria erfunden. Natürlich. Etwa das Astrolabium, das nach dem Willen seines Schöpfers eigentlich Nostralabium hätte heißen sollen. Allerdings wurde es sogleich von 3 andergastianischen Kesselflickern entwendet und als Gastrolabium an Torvalpiraten verkauft, die es gegen 3 Fassprema an tulamidische Sterndeuter verschacherten. Ähnlich verhält es sich mit Gastronomie und Gastralgie. Kehren Sie zurück zu 203, brauchen wir nicht. Okay, und wir haben das, wie heißt das nochmal, das Gnat entwickelt. Das ist ein Spinatbier. Aber in Andergast trinkt man immer Bier aus Eicheln, also Eichelbier. Klingt ekliger, als es ist wahrscheinlich, aber ich glaube, das Spinat ist ekliger. Spinatbier. Obwohl, man muss es beides alles mal probieren, ne? Also das nichts verurteilen, was man nicht mal kennt oder probiert. So, gehen wir mal zu 268. Und glaube, das, warte, ich gucke mal gerade, was 268 war. 268, da geht es um die Landschaft. Natürlich, wir wollten uns die Landschaft etwas beschreiben lassen. Jetzt ist aber auch eine gute Frage, wenn ich mich um die Landschaft kümmere, welche Zeit spielt eigentlich jetzt gerade? Es steht keine Jahreszeit drin, das ist natürlich auch immer schade, weil das macht so ein bisschen die Atmosphäre deutlicher. Aber hier in dem Fall ist es nicht relevant scheinbar. Gut, so. Es gibt kein Land, das so unter seinen Nachbarn leidet wie Nostria. Im Süden leben die Albernier, sie stehlen den Fisch. Im Osten wohnen die Andergasten, sie stehlen das Holz. Im Norden wohnen die Torwaller, sie nehmen, was übrig bleibt. Im Westen ist das Meer. Jenseits davon sollten die Güldenländer leben. Nach den bisherigen Erfahrungen mit Nachbarn ist wohl kaum Gutes von ihnen zu erwarten. Kehren Sie zurück zu 203. Okay, hat nichts gebracht. Und jetzt gehen wir schnurstracks noch. Warte mal, was gibt's noch? Sie können herumkommen, ja.
Also wir kommen ein wenig herum bei Abschnitt 375 und schauen uns die Gegend an. Wir haben ja momentan gar nichts zu tun. Also wir haben keine Aufgabe, nichts ist passiert und wir können einfach mal so eine Runde entspannen hier. Das ist ja auch schon mal ganz mal nicht schlecht. Es ist noch nicht der achte Tag und Sie besuchen mit Gerio einen seiner Freunde. Man schimpft über das Torwaldsche und andergastliche Geschmeiß, die wankelmütigen Jochborner und Orniber, die Krämerseelen in Salza, die Wirrköpfe in Turadnien, die tranigen Fischnasen im Seenland und endet schließlich bei den intriganten Schranzen an Kasimirs Hof. Was dieses Land wirklich braucht, beginnt der Freund, wechselt dann aber das Thema. Ich denke, mich wird dieses Jahr ein Schweinedämon plagen. Ich dachte, du hättest Überschwemmung, unterbricht ihn Gerio. Das haben sie schon auf der anderen Flussseite. Ich denke, wir sollten uns von ihnen unterscheiden, erklärt der Freund. Beim Gehen fragen sie Gerio, was ein Schweinedämon sei. Keine Ahnung, antwortet er. Aber am Hof wird es man auch nicht wissen. Kehren sie unverrichteter Dinge zurück zu Abschnitt 203. Das hat ja nichts gebracht. Ja gut, also ich musste drei Dinger müsste ich machen. Okay, das haben wir getan. Und jetzt gehen wir zu Abschnitt 182. Jawohl. 182. Es ist der achte Abend und es hat den ganzen Tag geregnet. Sie sitzen mit ihren Gastgebern im Wohnraum. Die Knechte haben ein Kohlebecken aufgestellt, weil es ungewöhnlich kühl für die Jahreszeit geworden ist. Okay, vielleicht haben wir Frühling, Herbst, Sommer, keine Ahnung. Während Gerio und sie dem Knat, dem berüchtigten nostrischen Gemüsebier, okay, zusprechen und gelegentlich vom Ziegenkäse knabbern, der in diesem Bier mariniert wurde, Brinio und Andariane mit Holzfigürchen den Hügel von Halft erobern und Helasia vor sich hinsummt, strickt ihre Mutter. Das Summen der kleinen Helasia geht in leisen Gesang über und gerührt, merken sie auf. Es ist eine hübsche kleine Melodie, welche eine Erinnerung in ihnen anklingen lässt, dass sie nicht greifen können. Was ist das? Fragen sie neugierig. Irgendetwas von den Pernsteinen unserer großen Bardin, antwortet Gerio. Delusia Pernstein, ergänzt Andariane. Man erklärt ihnen, dass jene Bardin Schöpferin vieler beliebter nostrischer Weisen ist, angefangen vom patriotischen Am Stein von Osteria, über das Ausgelassene, es springt die Flunder keck vor Übermut, bis zu hielt einst den fest den Ingwall, einem Liebeslied, in dem es um eine Bauerntochter geht, die ihren Liebsten davon abhalten will, mit der nostrischen Wehr gegen Joborn zu ziehen. Aber er ist wie der ewig fließende Ingwall und sie kann ihn ebenso wenig festhalten wie jemand diesen Strom, sodass ihr schließlich nur nasse Hände bleiben. Helasia mag lieber ihre Kinderlieder. Sie brauchen gar nicht zu drängen, denn die Familie ist gern bereit, ihnen einige Lieder vorzusingen und vorzuspielen. So lauschen sie an diesem Abend einem Schatz schlichter, aber ergreifender Melodien, die sie in ihrem Innersten berühren und verzaubern. Ich muss in den nächsten Tagen in die Hauptstadt. Sie wohnt dort, glaube ich. Wenn du willst, kannst du mich begleiten, beendet Gerio den Abend. Es sei ihnen verraten, dass es nicht dazu kommen wird, da ein grimmes Schicksal dies verhindert, aber da sie das noch nicht wissen, begeben sie sich in das Pathetische, die Tränen Mutter Nostrias um Kendra summend zur Ruhe, obwohl sie den Text möglicherweise nicht sonderlich schätzen. Eine angenehme Nachtruhe. Bei zwei. Okay. Wird mir da etwa vorweggenommen, was ich zu tun habe? Das finde ich ja gar nicht gut. So, wir gehen schlafen und gucken mal, ob wir wieder so einen Traum kriegen. Ich habe so eine kleine Vorahnung. In dieser Nacht haben sie einen Traum. Ja, siehst du, ohne dass ich es jetzt gelesen habe vorher. Aber einen anderen als den Albtraum, der sie nun schon seit so langer Zeit plagt. Sie sitzen mit ihren Gastgebern im Freien um ein Feuer. Aha, Helasia spielt auf einem fremdartigen, langhalsigen Saiteninstrument. Von Ferne hören sie das Rauschen eines Wasserfalls. Das kleine Mädchen schaut sie unschuldig aus ihren graubraunen Augen an. Ein kleiner Wind kommt auf und sie entdecken böse funkelnde Augen im Gebüsch. Sie wollen eine Warnung rufen und wissen sofort, dass kein Ton über ihre Lippen kommen darf, denn sonst wird es, was immer es sein mag, aus dem Gebüsch hervorbrechen und
das Gesicht der kleinen Helasia verschrumpelt und verdorrt wie ein alter Apfel. Ein erschrockenes Röcheln kommt über ihre trockenen Lippen. Sie hatten recht. Ein Ton reichte. Es bricht aus dem Gebüsch. Weiter bei 44. Oh Gott! Das Schlimme ist, dass diese Träume oft real sein werden. Oh. Am nächsten Tag fahren sie erschreckt hoch. Irgendetwas war aus irgendeinem Gebüsch gekrochen, aber was? Aber ach, eigentlich sind sie recht froh darüber, dass sie sich nicht mehr so genau erinnern. Gerio rüttelt sie an der Schulter und schlägt vor, mit ihnen ein Reh zu jagen. Och nö. Auf dem Weg in den Wald sammeln sie auch einige Pilze. Rehrücken mit Pilzen im Ahornblattkleid. Hatte ihnen die Mutter vorgeschwärmt. Sie pflücken gerade einige. Ich habe echt Kinnwasser gerade bekommen. Sie pflückten gerade einige größere Exemplare, als unter lautem Getöse zwei stattliche Eber aus dem Unterholz hervorbrechen, mit der deutlichen Absicht, den Woiwoden von Eberwildern und sie zu wildern. Wenn ihnen eine Probe auf Gefahreninstinkt gelingt, haben sie die erste Attacke, ansonsten die Eber. Der Kampf gegen diese Schweinebande dauert so lange, bis ihr Eber tot ist. Lesen Sie dann weiter bei 83, im Ablebensfall bei 429. Herzliches Beileid. Die Werte der Eber. Mhm, alles klar. Es gibt einen Kampf und dafür wechsle ich mal hier rüber. So, dann gucken wir mal. Einmal Gefahreninstinkt. Das ist mittlerweile Sinnesschärfe geworden. Müsste aber hier Gefahreninstinkt sein. Nicht, dass ich mich vertue, aber ich glaube, das ist... Okay, es also steht nichts Besonderes bei. Ich glaube, das ist aber Gefahreninstinkt, das ist Sinnesschärfe. Ja, gehen wir mal rein. Werfen wir mal. Ich glaube, ohne... Ist der Eber tot ist, jawohl. Also Gefahreninstinkt. Gucken wir mal, ob wir die erste Attacke haben oder nicht. So, warte. Haben wir hier wechseln? Oh. Ein Misserfolg. Natürlich, das ist ein Misserfolg. Ich habe den Kampf schon fertig gemacht gerade. Hatte kurz mal pausiert. Moment, das ist der Wildschwein. Das ist der auch nicht. Ach, Combat Tracker. Natürlich, das ist es doch. Das heißt, das Wildschwein darf anfangen. Ist mir eigentlich auch vollkommen wurscht, welches Wildschwein anfängt. Hauptsache eins fängt an. Okay, heißt das jetzt, dass aber mein Kumpel mit kämpfen darf? Warte mal. Werte des Ebers habe ich nur. Tja. Ich würde mal vermuten, pass auf, dass der mitkämpfen darf. Das heißt, ich setze hier nochmal kurz einen... das Wildschwein raus. Nehmen wir doch hier mal einen... Nennen wir ihn mal Angreifer. Ich habe dem jetzt... was habe ich da für Werte hier? Ein Säbel, eine Stoffrüstung, also das so klassisches. Damit er dann auch mitkämpfen kann. Sieht gerade, ist ein bisschen komisch, weil der müsste ja eigentlich auch dabei sein. Stehst du? So. Wildschwein darf aber angreifen. Wie viele Punkte hat der? 10 Lebensenergie, das ist ein bisschen wenig, ne? Lebenskraft. Lebenskraft. Ich gebe ihm mal 35, weil ich glaube. Ich glaube, 35 ist okay. Ich hab zum Beispiel 40. Und ich weiß jetzt nicht, was er. Hätte. Was hat er denn für... Warte mal, Ausrüstung, Stoffrüstung. Das heißt, er hat einen Rüstungsschutz von... Das Gewicht. Anzahl. Na. Achso. Ein Rüstungsschutz von 3. Boah, wie aus. Gut. Das Schweinchen darf angreifen. Es... So, wie ging das noch gleich? So. Zack. Und jetzt darf das Schwein angreifen. Ach so. Pass auf, Beginn Combat. So. So, den habe ich jetzt ausgewählt. Wie geht das doch gleich? Moment. Ich glaube, wir müssen erstmal trotz alledem auswürfeln, wer hier anfängt. Ja. Und dadurch darf er anfangen. Okay, alles klar.
Aber wir haben ja festgestellt, das Schweinchen fängt an. So war das. Jetzt habe ich es. Okay. Ich mach das mal gerade weg. So. Da dieses Schweinchen anfängt, möchte es mich angreifen. Und hier drauf gehen. Waffenlos. Biss und Stoß. Ja. Biss und Stoß auf jeden Fall. Und. Ja. Würfelt eine 3. Das ist nicht so gut. Meine Reaktion darauf. Mal schauen, ob ich. Ja, mein Rapier soll ich parieren? Ja, mit parieren. Blöd, der schreibt mir immer Belastung, dabei habe ich gar keine Belastung. Egal, sollte funktionieren, trotz alledem. Oh! Ja, ich habe nur noch 38. Ja. Das Schweinchen greift mich auf jeden Fall an, das ist nicht so nett. So, dann haben wir das zweite Schweinchen. Das greift hier ihmchen an. So, und zwar mit Biss und Stoß. Waffengröße Gegner. Mittel, oder? So ein Säbel, oder? Ja. Dürfte passen. 19 macht aber nichts. Das heißt, jetzt bin ich dran, Freunde. Jetzt geht's hier ab. Dann nehme ich mal mein Schweinchen, was ich mich gerade hier versucht hatte zu attackieren. Mit meinem Rapier. Und los geht's. Sollte funktionieren. 17, natürlich klappt das nicht. Das ist doch wieder typisch. Okay, mein Freund. Jetzt zeig mal, was du kannst. Zack. Und los geht's. Ein waffenloser Angriff? Nein, du nimmst einen Säbel. Und go. 12. Ja, was habe ich dir denn für Attacke und Parade gegeben? 10, 8, ja. Ist halt auch kein Kämpfer, ist ein Bauer, ne? Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Nicht dafür gemacht, dass es kämpft. Ups. Moment, nein. Er ist das, ne? Genau. Das heißt, er greift an. Oh. So ist es richtig. Okay. Er greift an. Natürlich wieder Biss und Stoß, ne? So ein Schweinchen. Und ich habe, ja, Mittel, würde ich sagen. 12. Das heißt, ich brauche nicht reagieren, das ist gut. Dann das andere Schweinchen wählt unseren Freund hier. Auch wieder Biss und Stoß. 12. Auch gut. Brauchen wir also auch nicht reagieren. Zack. Jetzt geht das Schweinchen mal richtig auf den Deckel hier von uns. Jetzt aber mal wirklich, Freunde. Mit einer 1. Woo! Mit einer 1. Also, ja, Reaktion vom Schwein bin ich mal sehr gespannt. Ich versuche mal auszuweichen, aber halbe Verteidigung wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Jetzt habe ich mal eine 1 gewürfelt und dann ist das ein Glücksschwein quasi. Ein Glücksschwein. Na gut. Dem soll er so sein. Dann unser Freund Gerion darf angreifen mit seinem Säbel. So. Mit Soße. Das bringt auch nichts. So. Dann ihmchen hier. Bis so ein Stoß auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Kann sein, dass ich das ein bisschen vorspule hier, das Ganze, weil so ein Kampf dann doch eher, ja, etwas trüge manchmal ist. So, dann greifen wir hier an. Oh. Nein. Das machen wir mit Biss und Stoß. Schade, dass er das nicht automatisch nimmt. Oh, ne 9. Okay, da müssen wir reagieren. Ausweichen. Ja, würde ich mal sagen. Jo, alles klar. Wir können auch ausweichen. Es ist ein harter Kampf. Das muss man ganz klar sagen. Nicht so einfach, den hier zu bewerkstelligen. So, jetzt unser Säbel wieder. 18. Ja, toll. Das ist doch wunderbar. Upsi.
Ah, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Nein, nicht waffenlos. So ein Quatsch. Dum, 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 dum. Ich könnte gleich auch mal so einen Wuchtschlag oder sowas setzen. Jawohl. Versucht das Schwein mal auszuweichen. Yes! Na, endlich! Also, hier. ich mache jetzt mal Rüstungsschutz, wie er hier steht. 7. So. Moment, was hatte er vorher? Scheiße. 25, okay. Hallo? So. So geht's weiter. Sehr gut. Das war ein guter Schlag und jetzt gehen wir weiter auf das Wildschweinchen. Das möchte uns natürlich wieder etwas Böses. So, dann hier unsere Waffe ist Mittel. Oh, eine 6. Ja, da muss ich reagieren. Ich würde sagen, mit dem Rapier einfach drauf. Ah, das ist eine gute Parade. Und? Natürlich klappt das wieder nicht. Mist. Okay. Dann kriegt man ganz schön auf den Deckel hier. Dann wäre ich doch lieber am Herd sitzen geblieben. Wie das Spiel mich einfach davon weggezogen hat. Das ist ja... Das widert mich an. Ich wäre ja am Herd sitzen geblieben. Hätte mir einen Wams vollgehauen. Anstatt hier gegen Wildschweine zu kämpfen. Aber so kann es gehen natürlich. Ne? So muss man natürlich auch gucken, dass wir unseren Freund beschützen. Der wäre sowieso rausgegangen zum Jagen. So. So, so, so. Rapier auf jeden Fall. Direkt mal schön drauf. Mit einer 2. Jawohl. Und ich vermute mal, das Schweinchen kann nicht reagieren. Waffenlose Verteidigung. Mal gucken, ob da was passiert. Weil das Schwein an sich das eben mal ausweicht, glaube ich eher nicht. 6. Jawohl. Das war gut. Somit hat er nur noch 19 Lebensenergie. Hm. Das ist gut. Ich muss gerade mal meinen Hund streicheln, der gerade gekommen ist. Achso, ja. Jetzt das andere Schweinchen dran. Von unserem Freund. Zack. Und wieder mit dem Säbel drauf. Oh, eine 4. Sehr schön. Das ist gut. Waffenlose Verteidigung. Und? Kann sich nicht verteidigen. Wow. Wahnsinn. Das sind 8. Das heißt, wir sind bei ihm schon bei... Nein. 10. Wir kriegen das Schweinchen auf jeden Fall gut platt. Weiter geht's mit dem Schweinchen. Das will uns natürlich wieder ankragen. Ist klar. Biss und Stoß. Eine 9, okay. Wie ich mich kenne. Komm, wir weichen mal aus. Versuchen wir das mal. Klappt genauso wenig. 4, das ist gar nicht gut. Halt. So, 31. Eieiei, Freunde. Das läuft gar nicht so gut gegen das Schweinchen. Ich bin kein guter Kämpfer, das habe ich auch nie gesagt. Aber Wildschweine, die können schon gefährlich werden, das stimmt schon. 15, das war ja wohl gar nichts, möglicherweise. So, jetzt darf ich wieder ran. Jetzt aber mal wirklich, jetzt gebe ich dem Ding mal wirklich eine Kopfnuss hier. Und los. Jawohl! Schweindall, damit hast du nicht gerechnet. Waffenlose Verteidigung. Jawohl, 8. Das war doch mal gut. So, auch 11. Genau wie der andere auch. Und ich glaube, wir kriegen das Schweinchen. Oder die Schweinchen kriegen wir platt. Und dann gibt es lecker, lecker Wildschwein heute Abend. Hm, habe ich auch schon mal gegessen. Sehr lecker. So, auf sie mit Gebrüll. 16. Das war gar nichts. Gut, Wildschwein 1. Die sind auch langsam ein bisschen lediert. Was haben die? Ah, Schmerz oder sowas. Was steht da? Na, kann man gar nicht erkennen. Ist aber auch nicht wichtig. Wird eh nicht mehr lange leben. Hoffe ich mal. So, eine 3. Okay, da müssen wir doch reagieren drauf. Komm, jetzt mal hier. Mal parieren. Oh.
Das ist gar nicht gut. 25, 15 Lebensenergie schon verloren. Dann würde ich sagen, normalerweise, komm, wir lassen Schwein mal Schwein sein und sehen, dass wir Land gewinnen. Aber das können wir unserem Freund ja nicht in die Hand tun. Nur deswegen sind wir ja hier. Weil er uns in diese Bredouille gebracht hat. Auch noch eine, zwei. Da muss mein Freund reagieren. Weich mal aus. Oh, das war auch nicht gut. Aber er hat das erste Mal Schaden bekommen. Und wir die ganze Zeit. Das heißt, wir schmeißen uns für ihn in die Bresche. Muss man ja auch mal so sagen. Ich hoffe, wir werden können uns da unsere Wunden gleich wieder heilen. Wäre auf jeden Fall nett. So, jetzt hier. 19, Alter. Das ist doch ja nichts. Andere Schweinlo. Zack, wieder mit dem Säbel drauf. Jo. 5, sauber. Gucken, ob das Schwein ausweichen. Oh, komm, machen wir hier Waffenlose. Ob es sich wehren kann? Oh, mit einer 1. Meine Güte. Da hat er nochmal, hat das Schwein nochmal alles rausgeholt. Aber gut. Es wehrt sich. Es wehrt sich mit Händen und Würgen. Händen und Würgen hier. Boah, eine 11. Muss ja reagieren? Nee. Ah, so gut sind sie dann doch nicht. Soweit, so gut. Anderes Schwein. So. Und Biss und Stoß. Go for it. Boah, eine 18. Sauber. So will ich dich, Schweindel. So will ich dich. So. Jetzt mal hier versuchen, Gemetzel draus zu machen. Sauber. Eine 4. Das ist gut. Aber wie ich das Schwein kenne, kann es wahrscheinlich wieder... Komm mal hier. So. Kann es ausweichen und... Nein, kann es nicht. Yeah. 2. Es ist kurz vor Exitus. Aha. Also wir sehen schon, das Schwein hat hier einen Mond, eine Sonne. Quatsch. Einen Mond. Ist also eben, ja, Delirium. Heißt so gut wie tot. So. Kümmern wir uns mal um das Schwein. War aber auch dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch ein harter Kampf. Ne? Es war noch nicht vorbei, aber ja, wie dem so ist. Okay, das Schwein. Kann es denn noch angreifen? Kann überhaupt nicht angreifen. Das ist Quatsch. Das klappt nicht mehr. So. Das Schwein natürlich auf ihm hier. Die ganze Zeit hat er es damit zu kämpfen gehabt. Dann bleiben wir auch dabei. Ah, 15, das ist gut. Aus unserer Sicht ist das auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt hier das Schwein. Oder ich gebe meinem Schwein erstmal den Rest. Würde ich sagen. Ja, 2 kann ich nicht gleichzeitig angreifen. So. Genau, gebe ich meinem Schwein erstmal den Rest und dann gucken wir mal. Oh. Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein. Mein Schwein ist am Husten, also ist wirklich fast hinüber und ich krieg es nicht. Ich krieg es nicht platt gemacht. Das ist ja wohl ein Witz. So. Na 8, wunderbar. So, jetzt hier, Schwein, werde ich mal. Kommt mein Hund wieder. Muss ich durch mal streicheln. Okay, das war auch gut. Solide. Und jetzt eine 3 fällt auch also in den Schlaf. Und wir können die beiden Schweine, meine ich, meines Erachtens hier, ja, getrost jetzt erstmal den letzten Todesstoß setzen. So. Das wird lecker. So, und an dieser Stelle würde ich mal einen kleinen Break machen. Ich habe vor, glaube ich, so diese Folgen immer stundenweise zu machen. Das heißt, eine Stunde pro Folge, sodass wir dann halt irgendwie ein paar Folgen kriegen. Ich weiß jetzt an dieser Stelle natürlich noch nicht, wie viele Folgen da kommen werden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du dem Ding hier einen Daumen nach oben geben würdest. Und natürlich abonnieren, Glocke aktivieren, falls du nichts mehr verpassen möchtest, denn dann bekommst du sofort Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Oder gehabt euch wohl.